Na, hattest du diesen Kommentar geschrieben, dass die Leute immer sagen, faul sein, du bist faul und dass das dich komisch anfühlt und dass du sagst, nee und hm. Ich kann dich beruhigen. Du machst in Zukunft Folgendes. Du sagst einfach, ich muss erstmal chillen. Okay, Anglizismen mag ich eigentlich auch nicht so gerne, aber wenn die Zauberwirkung so ein großer Unterschied ist zwischen ich will mal faul sein oder es wird besprochen, dass es so sein soll, sagst du einfach, wieso, ich habe gechillt. Und ganz interessanterweise ist dann eine ganz andere Einstellung dazu da, weil chillen muss man ja mal, man muss sich ja erholen. Das als kleiner Tipp vorab. Und jetzt wollen wir uns mal ganz besonderen Fragen stellen. Du hast es ja im Titel schon gesehen. Und ich freue mich, dass ich dazu unseren lieben Boris gewinnen konnte. Boris Lukas aus der Schweiz. Moin, moin, Mignon oder Grüezi. Grüß dich, Andreas. Schön, dass wir wieder so zusammen sind. Und es geht heute um die Vorbereitung auf den neuen Weg. Boris wird Erzengel Raphael channeln und es geht nicht nur um die Vorbereitung auf den neuen Weg, auf dem wir ja letztendlich alle schon sind. Der eine hier, der andere dort. Jeder genau an seiner absolut richtigen Stelle. Sondern es geht auch um das große Ereignis, was bevorsteht, wo schon so lange spekuliert wird. Wann wird es kommen? Was wird es sein? Ist es der Polsprung? Ist es die Auswirkung? Ist es dit, dat, jenes, solches? Keine Ahnung, was es ist. Es ist nur so ziemlich sicher, das, was passiert. Und es ist wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind. Was auch immer kommt. Die richtige Vorbereitung ist nicht nur materieller Art. Die ist vor allen Dingen mentaler Art und Herzbauchart. Boris, was sagt denn Erzengel Raphael dazu? Ja, also Raphael, was er in seinen Botschaften an uns vermittelt hat, ja, das ist ja das Thema, das ich wiedergebe. Seit vielen Jahren spricht Raphael schon in den medialen Botschaften über eine kommende Zeit, die die ganz gesamte Menschheit betreffen wird. Das ist ein großes Ereignis und er sagt, es kommt etwas auf euch zu. Es wird die ganze Menschheit betreffen und darauf werdet ihr vorbereitet. Und vorbereitet werden, ja, wie kann das aussehen? Was meint Raphael konkret damit? So konkret sagt er das nicht, weil wir keine Angst haben sollen. Aber es gibt natürlich genug Quellen und ich sage, die Botschaften zum Beispiel von Maria, also die Erscheinungen von Maria durch die Seherkinder, da kann man sich informieren, auf die bin ich auch erst kürzlich gestoßen. Und dann ging das auch für mich auf, was Raphael gesagt hat. Ja, und dann habe ich verstanden, ah, okay, das ist die Vorbereitung. Die Vorbereitung auf ein großes Ereignis, dass die Menschheit in ihrem System und in ihrem Denken auf den Kopf stellen wird, wo einfach die Gesellschaft nicht mehr in der Weise funktionieren wird, so wie wir das denken, wie es funktionieren müsste. Also du denkst, heute funktioniert das Leben so und morgen wird das dann auch so sein. Nee, da kommt eine ganz große, massive Veränderung und die Menschen sind nicht darauf vorbereitet, sie sind nicht wirklich gefasst, wenn dann so ein Ereignis passiert, dass zum Beispiel, wie Maria das sagt, man kann sich selber informieren. Ich lege das auch ans Herz, dass man sich darüber informiert. Das sind keine gechannelten Botschaften, sondern wie gesagt, Seherkinder, die in diese Ekstase gefallen sind, als Maria ihnen erschienen ist und das mehrfach. Von der Kirche sind diese nicht wirklich anerkannt, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann bekommt man schon einen guten Einblick auf das, was uns erwartet. Wie gesagt, ich bin erst jetzt im Jahr 2023 auf diese Botschaften gestoßen und habe dann verstanden, aha, deswegen hat Raphael mich auch dorthin geführt und er hat auch gesagt, also während ich zum Beispiel diese Videos auf YouTube angeschaut habe, hat er auch klar gesagt, ja, so ist es. Und diese Ereignisse deuten auf ein großes Weltgeschehen hin, wo die Menschen, wie will man das sagen, einfach gebremst werden.
Weil wenn wir so weitermachen, sagen wir mal künstliche Intelligenz, dann geht es mit uns sowieso den Berg ab. Weil es gibt so diese Theorien, die sagen, ja, die Menschheit, also das kommt nicht von mir, sondern es kommt von einer Seite, die ganz stark hinter dieser künstlichen Intelligenz steht. Und die sagen, ja, die Menschen sind praktisch so weit gereift oder entwickelt, wie soll es denn weitergehen? Spirituell wissen wir das natürlich, wie es weitergehen soll, in den Aufstieg, in die göttliche Liebe. Aber das ist nicht der Weg, den sie propagieren. Sie propagieren den Weg in eine noch künstlichere Welt als bisher. Ich kann kaum das Wort aussprechen, weil ich künstlich, es gehört eigentlich nicht zu meinem Wortschatz. Echt gehört zu meinem Wortschatz oder wahrhaftig. Also da geht es dann nicht mehr um Echtheit. Schau mal, heute steht sie ja hier, die Rose. Die ist echt. Aber wenn ich da jetzt eine künstliche hingestellt hätte, könnte man sie auch für echt halten. Und es wird irgendwann so sein, dass wir echt von unecht nicht mehr unterscheiden können, weil wir das Herz nicht haben. Und bevor die Menschen so sehr von ihrer Herzenergie wegkommen, wird ein Ereignis stattfinden, dass die Menschen, die zu dieser Zeit jetzt hier leben, von Informationen aus der göttlichen Ebene erreicht werden, damit ihnen bewusst wird, worum es denn tatsächlich in diesem Leben geht. Also worum geht's? Es geht darum, dass wir aufsteigen, dass wir den Weg über die Erde gehen als Seele in einem Körper und aufsteigen. Aufsteigen heißt, dass wir uns erleuchten, dass wir den Weg in die göttliche Liebe antreten, dass wir uns in Gott, in der liebenden Göttlichkeit erkennen. Und das ist im Grunde die Mission, die wir haben. Wir sind von diesem Weg abgekommen und wir werden auch abgehalten, diesen Weg zu gehen, weil wir einfach abgelenkt sind. Ja, ich meine, da gibt's Handy, da gibt's da draußen viele interessante Dinge und die hören ja nicht auf. Und wenn man sich so sehr mit den äußeren Kräften verbindet und sich damit beschäftigt, dann verliert man den Zugang zum Inneren. Man sagt, ja, ja, doch, doch, ich mache das schon, ich weiß das schon, das gibt es alles, das Spirituelle und Gott. Aber kann man es noch fühlen? Kann man es erleben? Kann man damit gehen? Viele Menschen haben das geistige Wissen mehr in ihrem Verstand, intellektuell erfasst, aber nicht vom Herzen, sodass sie durch Erkenntnis diesen Weg gehen. Und weil diese Menschheit am Scheideweg steht, mehr in diese künstliche Welt zu gehen, hineinzugehen und dafür auch total offen zu sein, kommen auch die Botschaften von der geistigen Welt sehr stark. Und Raphael hat eben gesagt, dass dieses Ereignis kommen wird, das uns durch Lichtzeichen erreichen wird. Und das habe ich dann auch eben bei den Botschaften von Maria dann auch gehört. Und darüber möchte ich jetzt aber nicht sagen, das kann ja jeder selber machen, sich darüber zu informieren. Was Raphael gesagt hat, ist, dass es viele Menschen geben wird, die dieses Ereignis, diese neue Zeit, die sehr plötzlich eintreten wird, nicht ertragen können, weil sie energetisch nicht vorbereitet sind. Ein Beispiel, würde jetzt hier zum Beispiel ein UFO, ein großes UFO über die Stadt fliegen und das wäre offensichtlich, dass es eins ist und dass es nicht menschengemacht ist, dann würden die Leute reihenweise in Ohnmacht fallen. Einerseits, wenn sie das sich jetzt vorstellen, dann würden sie wahrscheinlich sagen, ja, das gibt's nicht oder das wäre doch interessant. Oder andere würde sagen, ja, endlich, da steige ich doch ein. Aber das, was dann passiert, wenn es wirklich eintritt, das können wir gar nicht kontrollieren, weil es unser Nervensystem so stark erreicht und etwas mit uns macht, das wir nicht steuern können. Also wenn wir nicht vorbereitet sind durch die Anbindung an das Herz, ist unser Nervensystem im Grunde unberechenbar. Das heißt, die Gefühle sind unberechenbar. Und es wird viele Menschen geben, die, wenn das Ereignis mit diesen Lichtsäulen zum Beispiel eintritt, dass Menschen nicht in der Lage sind, mehr klar zu sein. Und tatsächlich werden einige in Ohnmacht fallen.
Und die Menschen werden außer sich sein. Es ist nur so, wenn man jetzt zum Beispiel einen Menschen mit einer anderen Realität konfrontiert. Sagen wir sprechen über Spiritualität und ein Mensch hat sich damit noch gar nicht groß beschäftigt. Dann wird er erstmal sagen, ach Quatsch, das ist alles nur Esoterik, das gibt's gar nicht, oh, damit kann man sich beschäftigen. Aber nein, wenn du jetzt auf den wahren Kern der Sache kommst, wer wir ja wirklich sind, dann schalten die Menschen einfach ab. Würden sie jetzt so unmittelbar mit dieser Tatsache, ein göttliches Wesen zu sein, konfrontiert werden, dann haben sie ein Riesenproblem, energetisch damit klarzukommen. Die sind einfach nicht vorbereitet. Menschen, die lange meditieren, die viel gelesen haben, die Retreats gemacht haben, die vielleicht wirklich gute Seminare besucht haben, die ihnen geholfen haben, sich zu spüren hinter ihren Gedanken und Gefühlen, die haben eine gute Voraussetzung, weil sie energetisch mit den neuen Ereignissen mitgehen können. Aber jetzt stellen wir uns vor, das ist ja nur eine Minderheit. Und genau an dieser Stelle meint Raphael, es wird viele geben, die Hilfe brauchen werden, weil sie einfach außer sich sein werden. Und ich verstehe das so wie zu den Zeiten Noahs. Steht so in der Bibel, die Menschen haben gefeiert, ganz normal gelebt und plötzlich kam dieses Ereignis. Sie waren nicht vorbereitet. Sie haben nicht auf ihre innere Stimme gehört. Und was dann passiert ist, wissen wir. Und es heißt, dass es auch wieder so kommen wird. Das soll uns keine Angst machen, weil Angst ist eigentlich jetzt fehl am Platz, weil es sollte uns vielleicht zum Nachdenken bringen, wenn wir das Leben anschauen und uns fragen, wollen wir das Leben so, wie es jetzt ist, weiterführen? Oder wollen wir, dass hier neue Werte zur Erde kommen? Neue Werte zu den Menschen gebracht werden, seelische Werte zum Beispiel. Dann können wir einen Beitrag leisten, indem wir unsere Seele aufsuchen, indem wir das Göttliche in uns ansprechen. Dann etabliert sich energetisch ein Feld hier, das uns hilft, als göttliches Wesen auf der Erde zu sein. Aber es gibt noch sehr wenige, die das wirklich von Herzen her erleben. Und daher werden wir von Raphael dorthin geschult und auch natürlich von anderen lichtvollen Wesen, die uns darauf hinweisen, wer wir wirklich sind, also Seele, göttliches Wesen in einem Körper. Aber unsere Identifikationen, ja, die sind noch so stark mit unserem äußeren Selbst einhergehend, dass wir dieses menschliche Leben überbewerten, weil wir es so übermäßig adaptiert haben, dass das Äußere für uns oder für viele Menschen realer ist als ihre seelische Welt. Sie sagen, ja, ich bin eine Seele, aber sie leben mehr das Äußere. Also deswegen Angst, kann sein, dass einige Angst bekommen, aber besser ist es, wenn man dadurch mehr nachdenkt und reinspürt und sich fragt, bin ich vorbereitet, wenn große Veränderungen kommen? Und wir werden ja, wie gesagt, schon seit mindestens 15 Jahren oder 20 Jahren spricht Raphael in diesen Botschaften, medialen Botschaften darüber. Und er hat uns wirklich ganz sanft immer wieder darauf hingewiesen. Er wird immer konkreter in seinen Aussagen. Und jetzt stehen wir wohl vor dieser großen Wende, die in einigen Jahren eintreten wird. Und wenn wir mal zurückschauen, in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, man kann eigentlich sagen, so steil, so ab den 80ern, da hat es angefangen, und den 90ern ging es immer steiler mit der spirituellen Öffnung nach oben und durch YouTube sowieso. Und das machen die Menschen, weil sie dahin geführt werden. Sie werden dazu inspiriert, sich für solche Kanäle zu öffnen. Und ich unterscheide natürlich, das ist jetzt mein Teil, ich unterscheide klar zwischen Spiritualität und Esoterik. Esoterik ist für mich jetzt nicht das, was den Menschen zu seinem echten Kern führt. Weil, nur kurz gesagt, weil die Esoterik nicht die Illusionen, die der Mensch noch hat, entmachten will, sondern sich mit ihnen irgendwie arrangiert oder sie sogar verstärkt. Spiritualität führt zum wahren Wesenskern und zur Enthüllung des Egos. Aber die Wege sind ja unterschiedlich. Die Menschen müssen ja lernen, sich mit auch erst einmal heranzutasten, mal ihr Ego wirklich kennenzulernen, auch ihre Wünsche kennenzulernen. Daher ist das ja auch alles ja in einem Raum oder im Rahmen, der
gegeben ist. Aber die Menschen, die vielleicht durch die Esoterik hindurchgegangen sind, die sagen, ja, da habe ich jetzt auch nicht das gefunden, was ich eigentlich gesucht habe, die kommen meiner Ansicht nach direkt zur göttlichen Quelle, und das ist das Ich Bin. Das sind die Worte von Jesus. Jesus hat gesagt, Gott ist uns innewohnend, Gott ist Liebe, Gott ist Licht oder Geist, Gott ist Geist. Und darauf richte ich mich aus, das ist für mich der Weg, dass das Göttliche ja in uns wohnt. Das bezieht sich natürlich auch auf meinen Bereich, wie ich meine Seminare führe. Für mich ist das der direkte Weg zum Inneren. Und dieser Weg zum Inneren gibt den Menschen die Kraft, dass dann, wenn außen etwas passiert, dass sie nicht zuerst emotional reagieren, sondern dass sie in sich gehen können und dass sie spüren, da gibt es noch eine Welt in mir, auf die kann ich mich beziehen, die gibt mir Kraft, die gibt mir Anweisungen, die lässt mich im Inneren verwurzelt sein. Das heißt für mich, die Kraft aus Gott zu schöpfen. Und das geht nur über die Liebe zum Göttlichen. Und das müssen wir ja erstmal lernen, weil wir Liebe ja auch missverstehen. Liebe zum Auto, Liebe zu den Dingen, Liebe zu einer Farbe, wie die Menschen mit dem Wort Liebe umgehen. Und ja, bis irgendwann dieses Wort sich sozusagen ausgereizt hat. Und es gibt nur die Liebe zu Gott und eine liebende Lebensweise, die im Einklang mit der göttlichen Ordnung ist. Und das findet mich für mich über das göttliche Ich Bin statt. Nun sollen sich auch einige Tore schließen. Das wird ja auch sehr interessant. Was ist denn damit gemeint? Also eben in einer der letzten Botschaften, ich glaube erst seit Ende 22 oder 23, Raphael darüber gesprochen, dass sich dass Tore offen stehen. Das sind die Tore, durch die wir hindurchgehen werden, und dass sich die alten Tore schließen werden. Er hat auch gesagt, er wird uns da immer wieder weitere Erklärungen dazu geben. Und das bedeutet, dass wir jetzt die Zeit haben oder Zeit bekommen, mit unseren vergangenen Anteilen, die ungeklärt sind, ins Reine zu kommen. Also das heißt auch, solche mit Menschen, mit denen man nicht ausgesöhnt ist, zu vergeben, sich für den Frieden zu öffnen, sich für die Liebe zu öffnen, weil wenn wir das nicht machen, haben wir anscheinend irgendwann gar nicht die Möglichkeit mehr, diese Aussöhnung zu vollziehen. Weil wenn die Tore geschlossen werden, heißt das, dass bestimmte Ebenen nicht mehr zugänglich sein werden. Und wie ich das verstanden habe, wird es so sein, dass wir den Weg in das Licht gehen und dass wir irgendwann auch nicht mehr reinkarnieren. Und jetzt haben wir ja das Tor zu den astralen Ebenen. Also wenn jetzt bestimmte Ereignisse, Erlebnisse nicht geklärt sind und wir sterben, wir haben jetzt Groll in uns oder wir haben anderen wirklich wehgetan, waren ungerecht oder haben eine Lebensweise, die man kann egoistisch sein, und dann sterben wir, und das ist ja alles eine Frequenz, ne? Energetisch, und das bestimmt dann auch die Ebenen, die wir hineinkommen oder die für uns dann real ist. Wir nehmen ja alles mit, im Grunde energetisch. Und diese Tore stehen uns auf der geistigen Ebene offen. Und wenn wir zu einer bestimmten Klärung gekommen sind, dann reinkarnieren wir wieder. Wir vergessen, was wir im Geistigen, diesen astralen Ebenen erlebt haben. Aber es ist nicht wirklich vergessen. Es liegt als Information in uns. Und wir werden dann dadurch, durch diese Informationen, durch die Erlebnisse, die zu klären sind, die also noch ungelöst sind, auch im Leben Ereignisse erfahren oder Menschen anziehen, mit denen eine Aussöhnung stattfinden soll. Aber das sind die noch offenen Tore, und die werden irgendwann geschlossen. Und jetzt ist diese Zeit, wo wir erwachen können. Das ist ganz klar, es geht um das Erwachen. Es gibt noch viele Menschen, die Gott aus den Büchern nehmen oder im Regal haben und Gott meinen, nah zu sein. Aber Gott ist im Herzen, Gott ist allgegenwärtig. Wenn wir wach sind, können wir gar nicht anders, als in allem Gott zu sehen. Das heißt nicht, dass ich das mit den physischen Augen sehe, was Gott mir zeigt oder wie Gott in den Ereignissen zu erkennen ist. Nein, das kann man nur mit dem Herzen, weil wir in allem, in jedem Menschen, in den Ereignissen sehen wir auch eine göttliche Weisung.
Dem kann man sich irgendwann gar nicht mehr entziehen, weil man einfach wach ist. Wenn der Mensch nicht wach ist, dann ist er eben in seiner persönlichen Welt verschleiert und projiziert dann auf die Ereignisse aufgrund seines persönlichen Erlebens eine Sichtweise, die die Ereignisse dann eben wiederum persönlich interpretiert. Und so, ja, wird der Kreislauf der Täuschung, Vernebelung aufrechterhalten. Das wird gelöst. Dann geht es ja darum, was interessiert die Menschen am meisten dabei? Ganz einfach, was kann jeder tun, um sich darauf vorzubereiten? Ja, die Liebe zu Gott suchen. Ich kann euch einfach sagen, dass als ich etwa 24 war, zog ich mich ja für 2 Jahre in die Stille zurück. Ich wusste ja nicht, dass es 2 Jahre werden. Ich habe mich einfach in die Stille zurückgezogen. Und das erste halbe Jahr war eine konkrete Phase, die sich auf das Erkennen in meinem Ego konzentriert hat. Ich habe meine Einsamkeit kennengelernt. Ich habe erkannt, wo meine Bedürfnisse liegen, wo meine Bindungen liegen. Bindungen beziehen sich auf Glaubenssätze, auf Ansichten, alles, was so die Person für richtig oder falsch hält. Und das hilft uns, etwas über uns selbst zu erfahren. Also, was uns konkret hilft, ist mehr darauf zu achten, was hält einen davon ab, sein wahres Ich zu spüren. Und wie stark dominiert einen das äußere Leben? Wie anfällig ist man für die Ereignisse aus der Umgebung oder wie anfällig ist man für die Meinungen anderer Menschen? Das heißt nicht, dass wir nicht auch, wir müssen selbstkritisch sein, aber sind wir jetzt total abhängig von außen? Sind wir gefällig? Sind wir Sklave der äußeren Welt oder sind wir dienend? Dann gibt es ja einen großen Unterschied zwischen diesen beiden. Und was können wir konkret tun? Ich hatte in der Stille erst einmal die Möglichkeit, mein Ego kennenzulernen. Und ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Schritte, die Grundlage überhaupt, weil sonst kann man sich ja gar nicht erkennen, weil man meint, es sei Liebe, aber es ist nicht Liebe, es ist das Ego. Und was dabei hilft, ist aufschreiben. Alles, was einen so beschäftigt, womit man nicht im Reinen ist, ist aufzuschreiben, sich notieren, was einen beschäftigt. Und kommt dann langsam dahinter, was einen im Grunde abhält, das anzunehmen, was man wirklich ist, die göttliche Seele. Und dann auch ganz konkret die göttliche Liebe in sich anzuerkennen, anzusprechen. Ganz konkret zu sagen, ja, in mir wohnt die Liebe. Ich spreche die Liebe an. Ich bin Liebe. Ich bin Liebe. Gott, die liebende Quelle, wohnt in mir. Und den Bezug zum Inneren herstellen, das kann man nicht sofort. Oder das wird sich nicht augenblicklich einstellen, wenn man ein Leben lang gegen sich gelebt hat, weil man ja dann seine innere Welt gar nicht kennt. Das muss man üben. Das ist Zeit, die man braucht. Und das ist kostbare Zeit, die man nicht erst dann aufsuchen sollte, diesen Raum, diesen Zeitraum, wenn es knapp geworden ist. Sondern jetzt, wo die Zeit noch da ist, also die Liebe ansprechen in sich, zur göttlichen Liebe finden und schauen, wo ist man nicht in der Liebe. Das ist mit einer der Wege. Der andere ist sich kennenlernen, über sich selbst mehr lernen oder auch zu sich kommen. Was bringt dich zu dir? Das wäre die Frage. Nicht, was bringt dich nach außen? Was macht dich von außen glücklich? Was Raphael hatte zum Beispiel gesagt, mach dich selber glücklich. Da habe ich gedacht, ja klar, ich bin ja abhängig, bin glücklich, wenn ich für denjenigen etwas tun kann oder nach außen orientiert lebe. Mach dich selber glücklich. Und dadurch stellen wir ganz andere Fragen, nämlich was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Und all das bringt uns in das Innere und öffnet uns für die Liebe, die in uns bereits wohnt. Ein Weg, sich selbst zu erkennen, ist auch, sich mal nach seiner eigenen Gabe zu fragen. Und wir haben vor kurzem einen Film veröffentlicht, einmal die Gabe
Und zum anderen auch, erkenne deine Gabe. Und bei dem Film Erkenne deine Gabe hat ja Boris auch seinen Beitrag dazu gegeben. Danke dir nochmal dafür. Der Film ist auch schon veröffentlicht. Den werde ich auch verlinken. Hinten im Abspann kannst du dann direkt dort draufklicken. Das ist nämlich einer der ersten Wege zu gehen, weil die Gabe wurde dir von Gott gegeben. Das heißt, je näher du deiner Gabe kommst, oder deinen Gaben können ja auch mehrere sein, desto näher bist du auch Gott. Und wenn du die Gabe lebst, bist du im Einklang mit dem Göttlichen. Und dann geht der Weg noch viel leichter. Also das wäre die Möglichkeit eines ersten Schrittes. Boris, hab ganz herzlichen Dank. Hast du abschließend noch etwas zu sagen zu dem Thema? Ja, vor allen Dingen sollte man mit Zuversicht in die nächsten Jahre schauen und nicht durch, ich sag mal, das Wort ist jetzt, durch das Desillusionieren, das ja unweigerlich stattfinden wird, zu sehr die Welt sehen, die nicht in Ordnung ist, sondern mehr sehen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, die Ordnung zur Erde zu bringen. Die liebende Kraft, die göttliche Ordnung hier zu dieser Erde, in dieses Leben zu bringen. Tja, und abschließend kann man dazu noch sagen, Gott ist kein Wesen. Gott ist ein Seinszustand, in den wir übrigens alle irgendwann mal wieder hineinkommen. Sei gewiss. Ja, danke, dass du dabei warst, dass du mit uns warst. Und danke dir auch nochmal für deine liebe Spende, die du uns hast zukommen lassen. In dem Sinne senden der Boris aus der Schweiz und ich dir aus dem hohen Norden wieder von ganzem Herzen alles Liebe.